Hallo zurück im Küchengarten. Ich bin's wieder, Katharina, und heute gibt es endlich mal wieder einen großen Gartenrundgang. Es hat sich einiges getan, es gibt vieles zu sehen. Lasst uns loslegen mit dem Gartenrundgang im Juli 2024. Dann starten wir gleich einmal hier auf unserer unteren Terrasse. Da seht ihr im Vordergrund ja das Hochbeet Nummer 2. Hochbeet Nummer 1 ist ja im oberen Bereich unseres Gartens, im Hintergrund Hochbeet Nummer 3. Und wenn man da hinüberschwenkt, dieses kleine Häuschen, da drinnen sind jetzt schon unsere Babylaufenten. Die sind zwar gar nicht mehr so baby, wie ihr sie in Erinnerung habt, sondern die geben momentan unglaublich Gas, fressen wie die Scheunendrescher und wachsen richtig drauf los. Man merkt jetzt auch schon, wie der Pflaum, der Babypflaum, sich zu Federn umwandelt. Ein richtig schönes Schauspiel, das zu verfolgen. Und sie stoßen jetzt langsam mit dem Kopf hier auch schon dem Gitter an, also werde ich mir bald etwas anderes überlegen müssen. Sie schlafen jetzt mittlerweile auch dort hinten schon in dem Entenhäuschen, nicht mehr in der Kiste bei mir im Keller, denn dafür sind sie schon viel zu groß geworden und es ist mittlerweile auch schön warm in der Nacht und es gefällt ihnen richtig gut und ich habe weniger Arbeit. Unsere Wasserfässer sind aufgrund des Dauerregens der letzten Zeit sehr gut gefüllt. Dazwischen ist es aber immer wieder so warm, dass ich trotzdem zugießen muss. Also momentan hält sich das richtig gut in der Waage. Und hier kommen wir jetzt zu einer ganz spannenden Ecke. Hier habe ich ein paar Kübelpflanzen stehen, die schön Richtung Südseite zeigen. Und zwar die ersten zwei sind Süßkartoffeln, die mache ich am liebsten im Topf. Sie sind leicht zu ernten und geben eigentlich auch eine sehr schöne Terrassenpflanze ab, weil diese trompetenartigen Blüten sehr dekorativ sind. Und hier, ich bin total stolz auf meine überwinterte Paprika. Schaut euch die an, wie herrlich groß die ist. Ich kann wirklich jedem empfehlen, überwintert eure Paprikas und Chilis. Sie blüht reichlich und schaut mal, was wir da schon für große Früchte dran haben. Wir haben sogar schon zwei geerntet. Und wenn man sich da im Vergleich dazu die diesjährigen Pflänzchen anschaut, ich blende euch mal ein Bild ein, dann versteht jeder, was ich damit meine. Überwintert eure Paprikapflanzen. Es gibt ein Video dazu von mir, schaut euch das gerne mal an. Es geht ganz einfach. Hier daneben noch meine Felsenbirne. Die hat noch reichlich kleine Beeren dran, die jetzt aber schon verschrumpeln. Ich wollte die eigentlich für die Vögel lassen, aber ich glaube, es ist zu nah an unserem Sitzplatz. Deswegen kommen die hier nicht so her und unterpflanzt habe ich mit Weißklee einfach nochmal, um etwas für die Bienen zu bieten. Ah ja, und über diesem kleinen Eck sieht man schon die Trauben, die einem hier ja fast schon in den Mund wachsen. Das ist ein ganz langer Ast, den ich hier entlang der Hausmauer von dort drüben gezogen habe. Wir gehen einmal näher ran. Der Stamm, schaut mal, dieser Durchgang hier oben, das ist so schön. Und der Stamm, der ist hier in Hochbeet Nummer 1 und der rankt dann hier hoch, den Durchgang, hier einen Ast entlang der Hausmauer und auch auf der anderen Seite, weil wir da auch so eine lange, kahle Hausmauer hatten. Ebenfalls ein Ast, der bis hier nach vorne rankt. Und überall sind reichlich Früchte dran. Herrlich. Alles kernlos, muss ich dazu sagen, denn das schmeckt uns einfach am besten. Hier neben meinen Regentonnen habe ich ja in Töpfen und Fässern meine Heidelbeeren, Blaubeeren und als Unterpflanzung Erdbeeren der Sorte Mara de Bois. Und schaut mal, wie die sich gut entwickelt haben. Anscheinend funktioniert das als Paarung richtig gut. Die Erdbeere bildet massenhaft Ausläufer. Sie mag anscheinend die saure Erde unter den Heidelbeeren. Und hier daneben stehen weitere Heidelbeeren in Töpfen. Schaut euch doch das Video dazu an, das ich veröffentlicht habe vor einiger Zeit über Heidelbeeren in Töpfen. Und ich muss sagen, die gedeihen wirklich gut. Das nasse Wetter hat ihnen gut gefallen. Und seht euch mal an, was da für Trauben dranhängen. Also richtige Trauben von Beeren. Ich bin mir sicher, da gibt es dieses Jahr eine ausgesprochen gute Ernte.
Hier in Hochbeet Nummer 2, Nummer 1 ist ja oben auf unserer Terrasse, habe ich schon die zweite Bepflanzung drinnen. Und zwar waren hier ja zuerst die dicken Bohnen drinnen. Die konnten wir vor einer Woche abernten und zweimal davon essen. Und dann habe ich hier nochmal aufgefüllt mit Kompost, weil das Beet recht stark abgesackt ist. Und jetzt haben wir hier eine Reihe Salat, daneben Kohlrabi. Und die finde ich, die vertragen sich immer sehr gut, weil der Salat ein Schwachzehrer ist. Und bis der Kohlrabi so groß ist, dass die Blätter alles rundherum beschatten würde, der ist ein Starkzehrer, ist der Salat sogar schon abgeerntet. Das heißt, das kombiniere ich immer sehr gerne. Und natürlich wunderbare Ringelblumen, die sind da wild aufgegangen, die dürfen bleiben. Das ist etwas fürs Auge und da stören sie mich nicht. Dann haben wir hier noch eine kleine Süßkartoffel drinnen, obwohl ich nicht so recht weiß, ob ich die da drin lassen soll. Im Hochbeet ist das immer ein bisschen mühsam, nachher die Kartoffeln herauszugrübeln. Vielleicht lasse ich das meine große Jungmannschaft machen. Und dann habe ich hier noch drei Fenchelpflanzen und noch einen Lauch, der noch nicht groß genug war. So stückle ich das Ganze immer zusammen, wenn ein Platz frei ist. Unbedingt zeigen will ich euch auch hier meinen Spalierapfelbaum der Sorte Golden Delicious. Der gefällt mir dieses Jahr so gut. Der wird immer größer und trägt auch dieses Jahr traumhaft. Den habe ich ja aus einem ganz kleinen, eintriebigen Apfelbäumchen selbst hier ans Spalier gezogen. Der wird immer größer. Leider ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass er meinem Erdbeerbeet dahinter die Südsonne nimmt. Aber so ist es ab und zu. Man trifft Entscheidungen, dann ändert sich was und dann sieht man, es war doch nicht so gut. Aber ich wollte unbedingt hier diesen wunderschönen Gang schaffen mit diesem Spalierapfelbaum, der hinten vom Sitzplatz nach vorne in meinen Küchengarten führt. Und das ist mir sehr gut gelungen und erfreut mich jeden Tag wieder, wenn ich den entlang gehe. Gegenüber in meiner Zinnbadewanne, die in der Mitte dieses ersten Gartenzimmers steht, sind wild Kartoffeln aufgegangen. Das waren anscheinend kleine, die ich vergessen hatte im letzten Jahr zu ernten. Das war die 6-Wochen-Kartoffel. Ich habe mir gedacht, ich lasse sie mal drinnen und schaue, was daraus wird. Sie sind recht gut gewachsen. Leider sehe ich jetzt schon an ein paar Blättern, weil es halt die ganze Zeit so feucht ist, die Braunfäule. Die werde ich jetzt mal wegschneiden und hoffe, sie breitet sich nicht weiter aus. Und sobald das Grün dann anfängt zu welken, werde ich die Kartoffeln ernten. Hier in der Mitte kommt auch noch wild eine Königskerze. Die darf bleiben. Die ist ein wunderbarer Bienenmagnet. Und sie sammelt sich jedes Jahr wieder frisch irgendwo an irgendeiner Stelle bei mir im Garten aus. Und darüber freue ich mich dann immer sehr. Hinter der Zinnbadewanne, neben dem Entenhäuschen, ist eigentlich mein Zaun, der zu meinem Gemüsegarten führt. Aber die Himbeere, die dahinter wächst, wuchert dieses Jahr so großartig, dass man ihn fast nicht mehr sieht. Denn am Fuße des Zaunes habe ich eigentlich auch noch ein Gemüsebeet, wo ich ein paar Stauden drin habe und dazwischen jedes Jahr Tomaten anpflanze. Und denen wird jetzt durch diese wuchernden Himbeeren fast das Licht und die Nährstoffe genommen. Deswegen schneide ich die Himbeeren regelmäßig aus. Aber sie schmecken halt einfach so süß und machen so viele Früchte. Ich liebe diese Sorte. Das ist die Sugana Two-Timer. Und hier am Ende dieses überwucherten Beetes, direkt neben dem Eingang zum Küchengarten, steht ja ein ganz neuer, noch sehr kleiner, ca. 80 cm großer Säulenapfelbaum. Das ist der Malini Dulcessa. Den haben wir letzten Herbst hier gepflanzt, nachdem wir den, der vorher da gestanden ist, rausgerissen haben. Der war nämlich schon 10 Jahre alt und hat, glaube ich, eine einzige Frucht getragen. Aber es hat sich ja in den letzten Jahren bei der Züchtung der Säulenbäume sehr viel getan. Und deswegen wollten wir es noch einmal versuchen. Denn für Hausgärten sind natürlich die Säulenapfelbäume unglaublich wertvoll, da sie nicht so viel Platz brauchen. So, jetzt schauen wir uns mal hier im ursprünglichen Küchengarten, also meinem eingezäunten Gemüsegarten, um. Mittlerweile ist der nächste Tag, denn es hat schon wieder so angefangen zu regnen. Momentan ist es hier bei uns recht
unangenehm. Entweder es hat 30 Grad und ist total schwül. Die Schwüle kommt natürlich daher, weil es so viel regnet und das Ganze dann so verdampft. Oder es regnet Hunde und Katzen. Und da muss ich euch gleich einmal hier diese Beete zeigen, die auf meiner kleinen Natursteinmauer stehen. Da habe ich nämlich ein paar Änderungen durchgeführt und bis jetzt klappt es noch nicht so gut. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier auf diese Palettenrahmen so Schneckenschutzumrandungen draufgeschraubt. Aber wie ihr auch seht, wenn wir hier näher ranzoomen, wirkt das noch nicht so gut. Also das sollte eigentlich Romanesco sein. Und Salat dazwischen und die schauen ja schon wieder sehr zerfressen aus. Das ist so traurig, dieser Standort für diese Beete wäre so gut. Zeigt nach Süden, Wärme durch die Mauer. Aber hier hinten habe ich natürlich einen schön verwachsenen Bereich und dort verstecken sich die Schnecken. Wie sie jetzt da reinkommen in die Beete, ist mir noch schleierhaft. Aber wahrscheinlich waren sie schon drinnen. Die muss ich jetzt zuerst mal alle rauskriegen. Was wiederum ganz interessant ist, die rote Rübe im Beet daneben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort jetzt keine Schnecken drin sind, aber die lassen sie mir weitgehend in Ruhe. Vielleicht schmeckt die nicht so gut. Hier am Fuße dieser kleinen Steinmauer habe ich den Platz natürlich auch genutzt. Die Mauer speichert ja tagsüber wunderbar die Wärme. Deswegen habe ich hier eine Chili stehen, die liebt das. Das ist die Chili Sugar Rush Peach. Zugekauft, denn ich hatte wirklich Probleme, meine kleinen Chilis aufzuziehen. Nachher war es so kalt und die Schnecken haben mir alles weggefressen. Ja, man muss sich zu helfen wissen. Und hier eine wunderschöne Tomate, da fällt mir ein, die muss ich hochbinden, die hängt schon ein bisschen, aber es hat sogar schon Früchte dran. Ich habe ja dieses Jahr eine Überraschungsaussaat gemacht, also ich weiß gar nicht, was für eine Sorte das ist. Und was ich dieses Jahr mache, ich ziehe all meine Tomatenpflanzen zweitriebig. Das gibt mir auf dem gleichen Raum eine größere Ernte. Tipp vom Tomatenflüsterer und bis jetzt klappt das für mich. Also ihr seht hier, geschützt durch Schneckenkragen, den Haupttrieb hier und hier verzweigt sich der einmal an dieser Stange und jetzt leite ich das Ganze hier rüber zur zweiten Stange und das Tolle ist, dass ich hier drunter eigentlich was pflanzen könnte, das wäre ein Pak Choi. Aber den haben auch die Schnecken zerfressen und in der Mitte will er in die Blüte. Naja, vielleicht setze ich was anderes noch drunter. Da war auch irgendwas Trauriges noch drinnen. Und hier die einzigen Knollensellerie, die es überlebt haben, die schauen mittlerweile ganz gut aus. Da bildet sich, ja, da sind wieder die Ameisen dran. Das ist das Nächste. Es würde sich sogar eine Knolle bilden. Mal schauen, was mir... Oh, ja, die haben sogar da schon so ganz schöne Wurzeln. Die dünge ich aber auch wie verrückt, denn Knollensellerie brauchen viel Futter. Und wenn wir uns hier Richtung Süden jetzt umdrehen zu meinen Beeten, da seht ihr, da ist es wahnsinnig verwachsen. Das ist, muss ich sagen, zu meiner Traurigkeit, immer noch der Winterkaffeolblumenkohl. Normalerweise kann ich den im Mai und Juni schon abernten, aber durch dieses schlechte Wetter haben die einfach nicht angefangen, Köpfe zu bilden. Ich reiße hier immer rundherum die alten Blätter ab, weil sonst würde das ja hier total überhand nehmen. Aber ich würde auch gern mal was ernten und diesen Platz anderweitig nutzen. Schauen wir mal da hinein zum Beispiel. Was ist da los? Ich glaube, da bildet sich jetzt langsam was, aber... Keine Ahnung, na, das ist, was ist da los? Oh, das ist alles. Jetzt kommt das Nächste. Das sind die Gelege vom Kohlweißling. Direkt drinnen. Hier, da muss ich durch. Muss ich mir jetzt alle anschauen, ob das das nächste Problem ist. In flagranti erwischt. Also in diesem Jahr ist es wie verhext. Ja, da ist noch nichts los. Ich züchte hier Kohlblätter, kann ich euch sagen. Denn eigentlich hatte ich erwartet, dass die schon längst abgeerntet sein würden, weil sie ja schon seit November hier stehen oder seit Oktober eigentlich schon. Deswegen habe ich hier daneben meine Zucchini gesetzt.
Gott sei Dank habe ich dieses Jahr wirklich Glück gehabt mit meiner Sortenauswahl. Die sind schön buschig. Da fangen jetzt, ja, sehr schön. Da kriege ich jetzt hoffentlich bald die erste Ernte. Da ist eine weggefault. Aber die haben wirklich schön dran und sind auch nicht so überbordend mit dem Platz. Also das geht hier daneben momentan noch. Hier kommt jetzt die Stangenbohne, die Blauhilde. Denn in einem kleinen Garten, ihr wisst, wie es ist, man muss in die Vertikale arbeiten. Deswegen habe ich ja hier in meinem Küchengarten überall diese Überbauung, damit ich alle möglichen Sachen nach oben leiten kann. Wie hier daneben, da habe ich eine Leiter gestellt. Seht ihr, das geht hier nach oben. Und da wachsen meine Gurken hinauf. Aber aufgrund des schlechten Wetters sind die erst am Gas geben. Jetzt sind schon langsam Früchte dran. Hier werde ich jetzt noch Schnüre dazwischen spannen, damit die sich besser ranken können. Aber zumindest haben sie überlebt. Da bin ich ja schon mal dankbar. Und hier hinten habe ich eigentlich noch eine meiner überwinternden Paprika hingesetzt. Gehen wir mal näher ran. Die hat sich nämlich im Topf überhaupt nicht wohl gefühlt. Keine Ahnung. Gibt's ja manchmal. Und hier im Beet belohnt sie mich mit wahnsinniger Blüte und schon sehr schön großen Paprika. Also ich kann mich nur noch mal wiederholen, überwintert eure Paprika. Das gibt euch viel früher eine reichliche Ernte. Ich bin von dieser Technik begeistert und werde das dieses Jahr auch mit vielen meinen Chilis machen, da ich ja spezielle Sorten habe. Und so kann ich mir über kurz oder lang eine kleine Sammlung aufbauen. Ja, hier von der Blauhilde, wenn wir weiter hinunterschwenken und wir gerade von Vertikalgärtnern gesprochen haben. Hier habe ich noch die Stangenbohne Fina, die kommt jetzt langsam auch in die Gänge. Da habe ich einfach dieses Jahr so viele Bohnen in den Boden gesteckt, dass die Schnecken gar nicht alle essen konnten und das hat geklappt. Also man muss ab und zu ein bisschen tricksen. Und wenn wir dann nochmal hier auf das nächste Beet schwenken, da seht ihr jetzt ein Gitter, das ich hier aufgestellt habe an den Holzpflöcken. Dort wachsen oder dürfen meine Einlegegurken hinaufwachsen, der Sorte Vorgebirgstraube. Die haben sich zuerst auch geziert. Gurken mögen es ja gerne sehr warm. Aber jetzt langsam fangen sie an, das Ganze zu erobern. Und wenn ihr das Gelbe seht, das ist eine reichliche Blüte. Vielleicht habe ich doch noch Glück, diesmal etwas einmachen zu können. Daneben noch einen Wirsing, ebenfalls von letztem Herbst. Aber da könnte es was geben. Und da daneben, das ist eine traurige kleine Geschichte. Das ist ein kleiner Paprika von diesem Jahr. Und ihr seht es, das ist ein Trauerspiel. Wenn ihr im Vergleich an meine überwinternden Paprika denkt, die von derselben Sorte sind, die Sorte Alba Regio, die ich mir eigentlich speziell gekauft habe, weil sie die kalten Temperaturen in unseren Breitengraden auch überleben sollte. Und sogar die tut sich dieses Jahr schwer. Kurzer Blick nach oben auf meine traumhafte Brombeere Loch Ness. Die wird dieses Jahr wieder prächtig. Sie hängt über und über voll und das ist ja nur eine Pflanze. Die beschenkt mich jedes Jahr mit kiloweise Früchten. Dornenlos. Und diese ganze Pracht sind eigentlich nur 5 Triebe. Absolute Sortenempfehlung. Auch geschmacklich sehr gut. Und von dieser Perspektive gibt es noch einen besseren Blick hier auf meinen Himbeerurwald, den wir ja vorher von der anderen Seite gesehen haben. Also die sind auch traumhaft und geschmacklich genial. Da haben wir schon so viel geerntet dieses Jahr. Dauerblüher, die Two-Timer Shugana. In diesem Beet vor meinem Gewächshaus habe ich einige Gemüsezwiebel und auch Kraut, Weißkraut, selbst gezogen. Das kommt jetzt recht gut. Und hier hinten ist mein Tomatenunterstand.
dieses Jahr mal wieder genutzt. Den habe ich letztes Jahr gar nicht genutzt. Ich musste die Erde nämlich etwas aufbessern. Der war recht ausgelaugt. Und da habe ich eine untypische Partnerschaft, aber ich wusste nicht mehr, wohin damit. Im Hintergrund seht ihr Fleischtomaten. Und vorne hatte ich noch zwei grüne Busch-Zucchini. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass der Kohl, der Kaffeeol, der Blumenkohl schon abgeerntet sein würde und ich den Platz für die Zucchini nutzen könnte. Dem war allerdings nicht so, also musste ich woanders hin und hier war noch Platz. Und lustigerweise, das verträgt sich, das funktioniert. Sind ja beides Starkzehrer, aber ich dünge hier auch immer recht brav. Und schaut euch wunderschön, die wächst recht kompakt. Ich blende euch ein, was das für eine Sorte ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und hat schon wunderbar Früchte dran. Und bildet nicht so Ausläufer. Letztes Jahr hatte ich ja da recht Probleme. Sondern schön kompakt. Schneckenkragen hat gewirkt. Da freue ich mich sehr. Und auch die Tomaten. Bin zufrieden. Dazwischen haben sich überall Ringelblumen ausgesamt dieses Jahr. Das finde ich traumhaft. Gegenüber von diesem Tomatenunterstand, wenn ich jetzt hier langsam rüberschwenke, habe ich ja noch mal so ein kleines Ranggitter. Und da wächst eine meiner neuesten Lieblingspflanzen. Hier seht ihr sie und da ist noch eine kleinere. Das ist eine Kletterzucchini, die hatte ich letztes Jahr schon und die funktioniert tatsächlich. Die werde ich jetzt hier raufleiten, dass sie hier auf dieses Ranggitter begrünt. Und die bildet laufend so hängende, trompetenförmige Früchte, die recht gut und mild schmecken. War ich letztes Jahr begeistert und deswegen dieses Jahr wieder. Hier machen wir also eine Pause mit dem Gartenrundgang und weiter geht es dann in ein paar Tagen mit Teil 2. Ihr könnt gespannt sein.